Guten Morgen, liebe Valorant-Freunde. Ich habe gerade eben hier so ein Talisman freigeschaltet und habe erst gar nicht gerafft, wo, was, wie und warum da das Ding überhaupt zu finden ist. Und jetzt sehe ich gerade, man kann an jede Wumme diese Talismänner drankloppen. Ich habe jetzt gerade diese Münze, ich glaube, die bekommt wahrscheinlich jeder. Also auch in der gleichen Reihenfolge freigeschaltet, meine ich jetzt. Ich habe Nummer 6 von 12 freigeschaltet, aber es fängt eigentlich hier bei dem Hammer an. Der natürlich schon ziemlich insane aussieht, klar, ne? Mir gefallen Skins dann doch eher, aber es ist natürlich trotzdem ein schönes Gimmick. Ja, der Hammer, ganz nett. Hier dieses, Teil, auch nicht schlecht. Die Leuchtstäbchen oder der USB-Stick, ne, Leuchtstäbchen, ne? Obwohl, so ein eckiges Teil. Ja, sehen ganz nett aus, aber sind jetzt überhaupt nicht mehr mit drin. Der Cowboy-Hut, ich glaube, es gibt einen Agenten, der so ein bisschen aussieht wie ein Cowboy. Also da könnte der wahrscheinlich passen, aber naja, so... Ist jetzt auch nicht mein Style. Da würde das ja schon eher gehen. Erinnert mich auch so ein bisschen an Transformers. Aber auch das ist jetzt nicht so mein wäre jetzt nicht mein Favorit. Dann wie gesagt, das Teil, das ich habe, kann man dann zuweisen. Einen von diesen zwei, die ich habe, habe ich der Vandal zugewiesen. Das ist jetzt nicht die Vandal. Aber ich kann euch eigentlich direkt den ganzen Shotter auf der Vandal zeigen, denn das ist meine Lieblingswaffe gerade, so aktuell. Hier seht ihr auch direkt, was für ein Talisman wo zugewiesen wurde. Als nächstes gibt es noch diese Güllelampe. Das ist natürlich sweet. T-Virus-mäßig, irgendwas ist da drin. Schlechtes wahrscheinlich, ja. Oder Spinat. Das ist ganz nett. Das ist, glaube ich, sogar der mir am... Nee, es gibt noch einen, der mir besser gefällt. Ja, dann haben wir hier nochmal... Das? Dazu sei natürlich gesagt, dass die schon jeweils einzeln für einen gewissen Charakter oder für einen gewissen Agenten dienlich sind oder wie auch immer. Also man sieht es ja auch in den Namen, ne? Also hier steht ja auch immer dabei, für wen es eigentlich ist. Das ist für den Sova, das ist für den... Okay, das ist für Viper und so weiter und so fort, ja. Aber ich würde zum Beispiel auch easy mit Sova hier den Viper-Talisman nehmen, das ist klar. Also das beachte ich jetzt nicht, zu welchem es farblich oder sonst wie passen würde, sondern was mir in den Kram passt und dass ihr Bescheid wisst, ne? Phoenix-Talisman, naja, ja, ist es nicht, überhaupt nicht so meins. Dann haben wir noch hier diese, wie heißen sie? Doc-Tags? Ich habe mir mal als junger Bursche Gears of War Doc-Tags, beziehungsweise einen Gears of War Doc-Tag geholt. Den habe ich zuletzt, ich glaube, als wir hier eingezogen sind, oder als ich dieses Büro, praktisch diesen Raum bezogen habe, ich hatte hier so einen Schrank und da habe ich den drin hängen gehabt, beziehungsweise drin liegen gehabt, da hatte ich generell einfach so alten Schotter noch aus meinem Kinderzimmer. Ja, und da hatte ich sowas eben auch. Nummer 10 ist diese Kugel, die ganz sweet aussieht. Grün ist halt meine Farbe, das wisst ihr, und deswegen sind natürlich die meisten grünen Sachen schon irgendwie so ein bisschen in dem Bereich meines Gefallens. Aber auch nicht so toll. Da finde ich das Teil hier, Omen, finde ich sweet. Ist überhaupt nicht grün, gefällt mir aber trotzdem gut. Einfach so ein Kügelchen eingerollte Toilettenpapier, das dreckig geworden ist. Ja, und zu guter Letzt auf Platz 12 den Jet-Talisman, der auch schön aussieht. Das Teil sieht auch cool aus. Alle anderen, die jetzt nicht von mir als cool bezeichnet wurden, sind nicht so cool. Ich werde, wie gesagt, die Boys und Girls auch einzeln dann vorstellen. Aber jetzt nicht, ich will das schön unterteilen, dass wenn man nach was Speziellem sucht, dass man eben auch genau diese Spezielle findet. Auch wenn der ein oder andere vielleicht finden mag, dass das etwas zu viel des Guten ist. Aber das ist nicht schlecht. Es ist wirklich nicht schlecht, wenn man das alles schön unterteilt. Und vor allem habe ich aktuell Zeit, also ich kann richtig schön ins Detail gehen, ja, und jedes einzelne Ding schön beachten. Betrachten, meine ich, betrachten. Kann man eigentlich so ein Talisman? Nee, nicht ans Knife machen. Schade. Und an den Pillen, wo kommen die da dran? Okay. Gut. Somit würde ich mich auch schon wieder verabschieden hier von euch. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, die Teile anzugucken. Bis zum nächsten Video.